Sie sind im Begriff, einem merkwürdigen Volk in einem merkwürdigen feindlichen Land zu begegnen. Im eiskalten Winter 1946 folgt die junge Rachel Morgan ihrem Ehemann Lewis, einem britischen Offizier, nach Hamburg. Keira Knightley, Jason Clarke und Alexander Skarsgård sind die Stars in Niemands Land The Aftermath, einem Drama über Trauer, Leidenschaft und Betrug im zerstörten Nachkriegsdeutschland. Ich habe schon Filme über diese Ära gemacht, aber nie handelten sie von den Nachwirkungen dieser Zeit. Auf Hamburg sind an einem Wochenende mehr Bomben gefallen als auf London im ganzen Krieg. Es war schwierig. Für uns alle. 1945 war ein erschütternder Moment für Europa. Die Welt lag absolut am Boden, auf eine Art und Weise wie niemals zuvor und hoffentlich niemals wieder. Rachel! Hallo, Lewis! Du siehst großartig aus. Ich spiele Rachel Morgan, eine Engländerin, die nach Hamburg zieht, wo ihr Ehemann versucht, die Stadt wieder aufzubauen in den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs. Sie finden immer noch Leichen. Da draußen herrscht Chaos. Lewis Morgan ist Oberst der britischen Armee. Sie kommt nach Deutschland und trifft dort auf einen veränderten Ehemann, einen anderen Mann. Und eine Menge ungeklärter Dinge warten auf sie. Bitte geh nicht. Ich habe etwas zu erledigen. Die Kontrollkommission für Deutschland beschlagnahmt dieses Haus zur britischen Nutzung. Es ist jetzt Ihr Haus. Aber wir haben uns. Ich spiele Stefan Lubert, einen deutschen Architekten. Stefan hat fast alles verloren im Verlauf des Krieges. Hamburg zu sehen, den Niedergang 1945, die Zerstörung, es war herzzerreißend. Herr Lubert. Colonel Morgan, bitte kommen Sie rein. Das ist meine Frau. Meine Tochter und ich werden Sie nicht stören, bis wir ins Lager umziehen. Wie wäre es, wenn wir Sie hier behalten? Mit Ihnen hier wohnen? Die Morgans sind so freundlich, Sie im Haus wohnen zu lassen. Aber das erzeugt auch große Spannungen, vor allem zwischen Stefan und Rachel. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Weil Sie Deutsche sind. Ich habe viele Zweite Weltkriegsgeschichten gelesen und die meisten sind sehr schwarz-weiß gezeichnet. Diese hier geht tiefer, sie zeigt den Horror des Krieges. Meine Frau, sie ist beim Luftangriff gestorben. Das tut mir sehr leid. Sie kam mit einer vorgefertigten Meinung darüber an, wer diese Menschen waren, was dieses Land war. Und dann wird sie plötzlich mit der Tatsache konfrontiert, dass diese Leute unter einem unvorstellbaren Verlust leiden. Ihr Hass wird vielleicht nicht offen gezeigt, aber unter der Oberfläche ist er vorhanden. Ich wollte fragen, ob Sie mit mir frühstücken wollen. Sie beide. Es ist eine wirklich interessante Beziehung. Sie ist in Aufruhr und will etwas anderes fühlen als nur den Schmerz, der sie umgibt. Wenn du schon ein Mädchen beobachtest, mach ihr wenigstens ein Kompliment. Ja, natürlich. Die Beziehung zu Lubert beginnt mit einem einfachen sexuellen Verlangen. Aber er ist auch jemand, der sie versteht. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der sich ihr gegenüber verschließt und ihr nicht die Unterstützung gibt, die sie braucht. Wie geht man damit um? Sie haben sich auseinandergelebt in diesem riesigen, großen Nichts. Der Film war ungewöhnlich ambitioniert. Die Geschichte spielt auf ganz neuem Terrain. Irgendwas ist anders. Seien Sie vorsichtig, die sind nicht wie wir. Wir erzählen diese unglaublich intime, bedeutsame Geschichte über drei verlorene Individuen und die universelle Geschichte darüber, wie man sich selbst heilt und es schafft, weiterzuleben. Ich dachte, ich würde nie wieder so glücklich sein. Ich hoffe, dass die Zuschauer, wenn sie den Film sehen, ebenso berührt sind wie ich. Das Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Du kommst mit mir. Das ist es, was du wolltest. Auf den Neubeginn. Starbesetzt, packend und intensiv erzählt Niemandsland The Aftermath die dramatische Geschichte einer schicksalhaften Dreiecksbeziehung. Ab hier ist alles möglich.